Hallo, liebe Leute, wir sind nah in der Monat von Honning. Honning, Harry, es ist immer schon. So, ich habe gedacht, es ist Zeit für neue Wörter für die Woche. Und ich habe gedacht, es ist Honning, so alle die Wörter sollen etwas mit Honning zu tun haben. Und wir fangen gerade an, weil das Video kommt aus auf dem zweiten Honning. Und zweiter Honning, das ist Grundsau-Tag für uns in Pennsylvania. Und ich habe gedacht, das muss so der Wort Grundsau geben. Die Grundsau. Na, das ist selbst der Tier, die kommt aus dem Grund, aus seinem Loch, auf dem zweiten Honning. Und er guckt mal rum und dann er sagt uns, wie es Wetter wird. Und das ist eine alte Überlieferung von unserer alte Großeltern und Voreltern, die von Deutschland und von Europe nach Amerika gekommen sind. Die haben dieses Gebrauch, dieses Tradition mit innen gebracht nach Pennsylvania und dann mir haben es Jahr nach Jahr wieder gemacht und wieder gefeiert. Und deswegen ist es immer noch da. Noch 300 Jahre feiern wir das Grundsau-Tag. So, na, weißt du es was? Die Grundsau. Und da ist unser Satz. Die Grundsau hat sein Schatten gezähne. Die Grundsau hat sein Schatten gezähne. Und was das meint, für die Leute, die nicht wissen, wenn die Grundsau rausgraddelt und wenn die Grundsau sein Schatten sehnt, dann ist er bang, sehnt sein Schatten und dann graddelt er wieder ins Loch nahe. Und das meint 6 Wochen mehr Winter. Und wenn er rauskommt und er sehnt sein Schatten nicht, dann bleibt er draus und dann meint es Frühjahr kommt bald. Ich weiß nicht, was die Grundsicherheit sein wird. Ich mache selber Video ein paar Wochen früher und ich weiß nicht, was die Grundsicherheit sagt heute, aber das ist, was ich denke, er sauer wird. Ich glaube, er wird sauer. May Winter. Mal sehen, was er sagt. Aber jetzt weißt du, lieber Leute, Grundsicherheit. Sell is heit, Grundsau-Tag. Bis nächste Woche, liebe Leute. Schwätz Deutsch und mach's gut.